Agrarinitiativen, hohe Preise und Planwirtschaft, die Abstimmungskampagne zu den beiden Agrarinitiativen, Fairfood-Initiative und Ernährungssouveränität, ist im vollen Gange. Zahlreiche Parteien und Verbände lehnen die beiden Initiativen ab. Dies teilweise mit unsachlichen Argumenten und der bewährten Technik der Beeinflussung, mit der Angst. Die Angst vor höheren Preisen ist das Hauptargument. Dies, obwohl der Landwirtschaftsminister regelmäßig in Interviews zugesteht, dass nicht bekannt ist, welche Preiserhöhungen denn die Folge wären. Gegenüber der Berner Zeitung, 25. August 2018, sagte Bundesrat Schneider-Ammann zur Ernährungssouveränitätsinitiative: Hinter ihrem sympathischen Titel verbirgt sich ein vergifteter Inhalt. Die Berner Zeitung fasst die Aussage im Titel wie folgt zusammen: Diese Initiative ist vergiftet. Den Grund sieht der Bundesrat darin, dass die Initiative das Angebot bei den landwirtschaftlichen Produkten verkleinere und dadurch die Preise für die Konsumenten und die Exportwirtschaft steigen würden. Fairerweise ist zu sagen, dass er damit durchaus recht hat. Denn würden die vergifteten Billigstlebensmittel vom Markt verschwinden, trifft dies zu. Die andere Frage ist, ob die Konsumenten wirklich schwer belastete Lebensmittel zu günstigen Preisen haben möchten, wenn ihnen alle Hintergründe bekannt wären. Hier sei daran erinnert, dass der Bundesrat ein Exportverbot von in der Schweiz verbotenen Pestiziden abgelehnt hat und damit billigend in Kauf nimmt, dass diese nach ihrer Anwendung wieder reimportiert werden in unseren Lebensmitteln. Ein FDP-Nationalrat und Landwirt bezeichnet die Initiative in der landwirtschaftlichen Fachpresse als hinterhältig. Wenn man die in unserem Video Fairfood-Initiative «Was ist fair?» zusammengefassten Tatsachen und Argumente kennt, stellt sich die Frage: Ist es hinterhältig, den Konsumenten vor solchen Produkten zu schützen? Ist es hinterhältig, Produzenten und Landarbeitern weltweit ein Einkommen zu gönnen, mit dem sie leben können? Ist es hinterhältig, die Natur und Umwelt vor massiven Folgeschäden der industriellen Landwirtschaft, Regenwaldrodung, Monokulturen, Gentechnik zu schützen? Viele Parteien und Verbände, auch landwirtschaftliche Organisationen, lehnen die Initiativen ebenfalls mit dem Preis- und Planwirtschaftsargument ab. Ist es Planwirtschaft, wenn endlich Politik und Wirtschaft die Verantwortung für eine gesunde und nachhaltige Ernährung der Bevölkerung wahrnehmen und alles daran setzen, Menschenrechte einzuhalten? Ist es Planwirtschaft, wenn endlich Kontrollen eingeführt werden für eine freie Marktwirtschaft, die längst aus dem Ruder gelaufen ist? Argumentieren die Ablehner der Initiativen vielleicht aus Angst, mit Aufgaben konfrontiert zu werden, die sie gar nicht mehr wahrnehmen können, und dass regelmäßige Kontrollen von Importprodukten noch mehr vergiftete Tatsachen offenlegen könnten? Argumente für die beiden Initiativen kommen von Olivier de Schutter, ehemaliger UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, in einem Interview mit der Wochenzeitung WOZ vom 23. August 2018. Er fordert eine grünere kleinbäuerliche Landwirtschaft, mehr Macht für den Süden, aber auch bessere Preise für die Bauern und Bäuerinnen in Europa. Eine große Sorge der Konsumenten ist, dass das Angebot eingeschränkt werden könnte und sie dadurch viele liebgewordene, preiswerte Lebensmittel von Südfrüchten bis hin zu importiertem Fleisch nicht mehr kaufen können. Sie empfinden dies als staatliche Bevormundung. Es wäre verfehlt, diesen Konsumenten vorzuwerfen, dass sie im Hinblick auf den eigenen Vorteil Verstöße gegen Gesundheit und Leben von Produzenten und Landarbeitern in südlichen Ländern billigend in Kauf nehmen. Allerdings besteht die Verpflichtung, ihnen klar offenzulegen, welche Konsequenzen ihr Konsumverhalten hat. Aber auch dies scheint in der reduzierten Diskussion um Preise oder Planwirtschaft nicht im Interesse der Gegner zu liegen.
Die Gespräche um vegetarische, um vegane Ernährung, zu der sich die meisten Menschen aus Tierschutzgründen entschließen, ist heute normal und anerkannt. Eine wirkliche Weiterentwicklung besteht nun aber darin, sich auch in Bezug auf pflanzliche Lebensmittel dafür zu interessieren, ob daran nicht vielleicht, gut versteckt, das Blut von Menschen klebt. Sofern diese Aussage als übertrieben erscheint, informieren Sie sich, wie hoch die Suizidrate von Landwirten ist. Was in Indien durch Verschuldung von Gentechniklandwirtschaft begonnen hat, zieht sich heute quer durch Europa. Angefangen bei den Erntesklaven in Südeuropa bis zu Landwirten in der ganzen EU, die nicht mehr existieren können aufgrund der tiefen Preise. Beide Agrarinitiativen zeigen einen Ansatz auf, diese Situation zu ändern.